Ja, nein, nicht Buxtehude von Unsichtbar TV. Heute ist endlich wieder so. Wieder in der alten Location, oha, nice. Soweit, Hätte ich nicht hoffe. gedacht, dass ich die nochmal wiedersehe. Das Paranoia, dass ich mir den Kopf anschlag. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt nach, ich glaube, 3 Jahren oder so, endlich mal wieder eine Ja-Nein-Nicht-Challenge. Heute mit dem vierten Wort. Was ist das vierte Wort heute? Bundeskanzler oder Buxtehude? Baxterhart. Heute kommt eine Ja-Nein-Nicht-Buxtehude. Challenge, das heißt, diese 4 Wörter dürfen wir gleich nicht erwähnen. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit. Was? Ja, ich bin in der Episode auch dabei. Mir geht's heute leider nicht so gut. Moment mal ganz kurz. Ich glaube, die Muskelmasse kommt zurück. Ja, Leute. Oha, der Sober Oktober hat's gebracht. Oha, hat's echt? Krass. Wird's ganz übel. Ich bin sehr gespannt, wer heute nach all diesen Jahren den Titel wieder mit nach Hause nehmen darf. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Kandidaten. Let's. Barit Feng, nimmt ihn mit. Barit Feng. Vollstes Vertrauen. Let's go. Peter, schön, dass du heute bei uns bist. Oder besser bekannt als Peter, ja. Die letzte Episode, erinnerst du dich dran? Das tue ich. Wie war sie? Sehr schön. Ja? Da drüben steht Lambräu Schwieberdingen. Cool. Warst du da schon mal? Nee. Ah! Euer Weltmeister. Ich bin bereit. Spenny, du warst hier schon länger nicht mehr, richtig? Hat Barry Feng nicht früher immer sau abgeräumt? Also, nicht abgeräumt, aber hat er nicht immer verloren? Sau oft. Es ist schon 3 Jahre her. Das war ja mal eine Zeit lang ein zweites Zuhause. Ich habe hier gewohnt. Hast du hier gerade so Homecoming-Gefühle? Also so. Komplett Déjà-vu. Warum bist du so lange nicht mehr gekommen? Du hast dich nicht gemeldet. Nicht mich? Oh. Peter, ich bin sowas. Digga, ich könnte das auch nicht. Safe nicht. Das ist ja gefühlt in jeder Antwort drin. Zumindest in jeder Antwort, wo die fragen, ne? Da würde ich. Eine Frage würde ich vielleicht dran denken, okay? Bei der zweiten wäre ich raus. Bereit für die Fragen? Ja. Lass uns direkt einfach mal loslegen. Okay, erste Frage. Ich sehe, du bist heute geladen. Ich bin geladen à la Fontelle. À la von was? Bonduelle. Wann hast du das letzte Mal ein Bierchen getrunken? Bierchen ist tatsächlich schon in einem längeren Zeitraum um die Ecke gezwirbelt. Bei dir im Leben? In diesem Leben, im nächsten Leben, im Leben davor. Oh, würdest du sagen, du hast schon mal gelebt? Ich persönlich kann diese Aussage nicht leben. Sascha. Man merkt einfach schon. Wenn er zu weit ausholt, wird's nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie lange ist denn die letzte Episode her? Ich glaube 3 Jahre. Sicher? 100%. Nicht 2? Es könnten auch 2 sein, ich sag aber, es sind 3. Das war dann wohl im Streamzember. Das war im Streamzember 2019. Wird's überhaupt. Bro, 2019? Ach du Scheiße. Nochmal ein Streamzember nicht geben? Das. Und komm mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Das ist eine gute Frage, die kann ich. gerade schwer beantworten. Okay, oha. Gut, safe. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich bin eine Stunde hierher gefahren. Junge, Sascha ist so krass in diesem Spiel. Ich bin von Karlsruhe. Ich wohne hier mittlerweile in Karlsruhe. Peter, schön, dass du da bist. Fühlst du dich fremd jetzt nicht gerade auf der Plattform? Hat er gerade nicht gesagt? Hab ich nicht. Warum habe ich mich nicht gemeldet? Du bist ein 31er. Du lässt einfach Leute manchmal im Stich. Hast du gerade dazu als 31er beleidigt? Der Junge hat mir am 22. September zuletzt nicht mal geantwortet. Schau mal über die Nasen, okay? Kurze Frage, was mich interessieren würde. Sitzen die da alle nacheinander und gehen dann jeder so 2-3 Minuten durch? Oder wechseln die wirklich wie hier alle paar Minuten auch den Sitzplatz? Oder quasi nehmen die einen auf, dann den nächsten? Digga, das habe ich mich früher immer gefragt. Nachgedacht? Tatsächlich noch nicht. Scheiß Video. Peter, fühlst du dich gerade fremd jetzt auf dieser Plattform hier auf YouTube? Geht so, weil es ist ja. Du hast ja gesagt. Hä? Doch, es ist ja dein Kanal, hat er gesagt. So, ja. Weil es ist ja. Ey, Spendi, schön, dass du da bist. Ich glaube auch. Also, jetzt lass du dich als 31er zu beleidigen. Finde ich ein bisschen krass. Kommen wir nochmal zu deinem Leben zurück. Du bist ja gerade hierher gefahren. Wie war die Fahrt? Die war dieses Mal sehr angenehm. Warum? Kein Stau. Kein Stau. Kein Stress. Beste Laune. Hast du Musik laufen? Hörbuch. Ich höre keine Musik mehr. Warum hörst du keine Musik mehr? Es beruhigt die Seele während der Fahrt. Serotoninspiegel sinkt. Serotonin war Glückshormone, ne? Nee. Doc, schön, dass du wieder zurückgekommen bist. Super. Wie geht's dir? Alles klar. Okay, also bist du bereit für die zweite Runde? Ich bin bereit, à la Bonduelle. Cheats bei dir. Bonduelle. Wie kann man nur so viel Scheiße labern, Alter, ohne Spaß? Feier ich. Einatmen, jetzt hast du dich, oder? Würde ich auch gerne können, Lul. Jetzt soll es gehen. Wann bist du letztes Mal Auto gefahren? Buxtehude. Jetzt in die Kurve rein. Okay, lass mich mal jetzt wieder eine Konzentrationsrunde machen. Konzentrier dich bitte mal echt kurz. Glaubst du, Buxtehude hätte mal eine Chance, in der Champions League zu spielen? Bestimmt. Ja, was glaubst du, wer im Sturm spielen könnte? Monte. Für welche Mannschaft? Na, die in Hamburg da oben. Würdest du so ein FC davor setzen oder so ein RB? FC Hamburg. Ja. FC, uff. FC Hamburg, yo.
Okay, guck mal, du hast es schon zweimal verkackt. Das ist korrekt. Aber lass es lieber nicht so sagen, weil ich nicht weiß, wie ich schneide. Nicht ist dein Ding, oder? Das ist mein Ding. Ist mein Ding. Warst du schon motiviert heute so? Ja, nein, nicht wieder. Hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut? Ich habe heute schon in den Spiegel geschaut. Du? Und? Hast du schon in den Spiegel geschaut? Ich habe in den Spiegel geschaut, aber was ist bei dir rausgekommen? Ich habe einfach immer mein tägliches Gesicht gesehen. Und dir? Bei mir genau das gleiche. Ja, fandest du dich schön, oder? Ging. Ging? Ja. So. Wann warst du das letzte Mal bei Monte? Warst du überhaupt schon mal bei Monte? Bis dato hat man mich da eher weniger gesehen. Ah, okay. Aber könntest du dir vorstellen, auch das letzte Mal zu besuchen? Ja. Oh, das ist klasse. On the road again. Peter, hinter dir ist ein Kalender. Guck dir den mal kurz an. Oktober ist angekreuzt, oder? Ja. Also du entpuppst dich hier gerade als Vollprofi. Ich find's gut, dass du deiner Heimatlocation hier alle Ehre machst. Ich muss eins sagen, ich will Peter... Wer wohnt denn da eigentlich unterwegs, Sascha? Gar keinen Fall, die Position klauen, aber ich glaube, ich bin heute ein heißer Kandidat. Ich dachte, Nico wohnt da. Den haben die mir zugekommen lassen, ja. Hallo, Friends. Hast du schon mal Chef Strobel in Karlsruhe gesehen? Chef Strobel? Chef Strobel. Ja, weniger. Okay, warst du schon mal Gassi mit deinem Hund? Heute? Ja. Um 10.30 Uhr. Um 10.30 Uhr? Um 10.30 Uhr. Wie heißt dein Hund? Mali. Ah, okay, ist ein Süßer, ne? Er ist ein ganz Süßer. Okay, Chef Strobel hat auch... Du kriegst mich nicht. Chef Strobel hat auch... Oh Mann, Alter. Spendi, weißt du eigentlich, dass du unter die Kriminellen gekommen bist? Wie kommst du da drauf? Wegen deinen Tattoos am Arm. Ich hab 4 Stück. Tat's weh? Geht. Wie lang ging das Tattoo so circa? Oder das Einfach ein Pizza. Was ist das? Sieht aus wie eine zerbrochene Erdnuss. Und das andere ist ein Stück Pizza, oder? Ja, 4 Stück. Tat's weh? Banger. Geht. Wie lang ging das Tattoo so circa, oder das Skateboard jetzt? 30 Minuten. So schnell geht ein Tattoo? Ein Skateboard, ja, okay, knapp daneben. Ja, nicht schlecht. Also würdest du sagen, du magst die Tattoos? Die sind gut. Hast du heute schon im Spiegel geschaut? Und Mini-Spider-Man. Hast du heute im Spiegel geschaut? Ich habe heute im Spiegel geschaut, aber hast du schon im Spiegel geschaut? Ich habe heute schon im Spiegel geschaut. Und? Täglich grüßt das Murmeltier. Haben wir mit dir gesehen? Tatsächlich, wie eher weniger. Wie sehen die aus? Sind die nicht so rund? Warum müssen sie so am Schwitzen? Es ist verdammt anstrengend. Spendi. Oh, ja. Oh. Sascha. Peter. Freust du dich, mich wieder zu sehen? Ich freue mich nicht. Nicht? Sehr gut. Du fährst doch ein 335i. Stand jetzt. Korrekt. Wir haben ja letztes Mal schon telefoniert. Du warst draußen, dein Auto ging nicht an, fast abgefackelt. Korrekt. Also, was heißt abgefackelt? Lag es am Wasserkühler? Höchstwahrscheinlich schon. Kam da dann ein ADAC oder bist du selber irgendwie noch nach Hause gefahren? Meine Freundin kam mit 2 Wasserflaschen. Also, du bist doch nach Hause gefahren. Ist es nicht gefährlich? Na, es waren 2 Minuten. Was war das erste? Na, es waren 2 Minuten. Okay, und jetzt steht dann auch dein Wagen zum Verkaufen, oder? Also, ich möchte mein Auto in naher Zukunft verkaufen. VB oder Festpreis? VB dann, ne? Glaubst du 11.000? 10.000 kriegst du noch raus? 20 bestimmt auch bei den aktuellen Preisen. 20? Ja. Konzentration, ja. Ich wollte gerade anfangen, du schlägst dich heute gut. Ich try hard, sehr hart. Aber Spendi lässt sich auch sein mit dem Antworten. Aus der Kanone raus? Aus der Kanone raus. Okay. Okay, was ist hinter dir angekreuzt im Kalender? 29. Oktober. Also nicht November? Nein. Bereit für die Kanone? Warst du gestern im Gym? Negativ. Was hast du gemacht? Ich war daheim. Ich glaube, du hast Beine trainiert. Abgezockt. Musst du dich umdrehen oder kannst du mir jetzt auch noch das Datum sagen, was hinten auf dem Kalender steht? Ich kann dir dazu sagen, dass der 29. Oktober... Würdest du es mal auf November schieben wollen? Ich persönlich kann das sogar blind. Doch. Gib mir mehr, ich schieße aus der Kanone, das ist kein Problem. Das ist kein Problem? Es ist überhaupt kein Problem für mich. Okay, du bist gut in dem Spiel, ich bin gerade im Run. Würdest du sagen, du bist der Beste in dem Spiel von uns allen? Ich bin einer der Besten, den ich jemals gesehen habe. Den Kaffee, den ich gerade getrunken habe, den deine Mutter oben gemacht hat, da war ziemlich viel Koffein drin, oder? Habe ich gerade so das Gefühl. Würdest du sagen, ich würde mal sagen, bei mir scheppert immer gerne Tennis. Ich habe mich noch nicht einmal versprochen, oder? Jetzt hast du gerade nicht gesagt. Ich kann Vielleicht soll ich auch einfach mal Maul halten, du erzählst einfach mal kurz ein paar Flossen aus deinem Leben. Ich kann dir gerne eine Story erzählen. Ich bin doch mal aufgestanden. Das ist einfach die einzige Person, die sich ohne Frage austribbeln kann. Circa 10 Uhr, dann habe ich ganz entspannt auf mein Handy geguckt, habe gedacht, nicht direkt ins Handy gehen. Und an der Stelle sind wir mal wieder komplett Klassiker. Raus! Danke für die Jungs an die Teilnahme. Ich verlinke eure Kanäle, außer Peter sein Kanal. Bei dir kann ich Twitch unten verlinken, oder? Buxtehude. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne Daumen nach oben lassen. Ich bin sehr gespannt, ob unsere WhatsApp-Gruppe über dieses Video hinaus noch funktionieren wird. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum habe ich mir gerade eine Schelle gegeben? Perfekt, Digga. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Oh. Ja, sehe ich auch so. Banger-Video. Hammer. Folgt Sascha, schaut bei uns ein paar TV vorbei. Lasst ein Like auf das Video da. Wir sehen uns.